Ich nicht. Ich. Diese engelsgleiche Stimme. Die sitzt gerade bei Luzi im Hintergrund. Und macht richtig Party. Basti, was machst du bei Luzi? Basti genießt das schöne Wetter hier. Ach so. Moment mal, warum ist Basti bei dir und ich nicht? Das finde ich nicht gut. Entschuldige bitte, was weiß ich, wo Baschi hinfährt? Brainsync? Nein, der Chip, den er da drin hat, der ist nicht von mir, weißt du? Okay, jetzt wird's interessant. Vielleicht einfach auf Start. Nein, ich möchte das jetzt gerne wissen. Achso, das war das mit rechts, links, links, nein, andersrum. Ja gut, dann starte ich halt. Warum? Wieso? New Intel. Reports of light switching. Possibly harmless, but be careful out there. Ist auf einmal voll ruhig geworden bei Luzi. Ist er rausgeworfen oder wie war das? Mit Wodka. Nein, das Kind ist total fasziniert davon, was ich hier mache und steht gerade mit großen Augen einfach neben mir. Nice. Ha. Das sind Leute aus dem großen, weiten. Ja. Das sind die Leute. Da. Guck, da ist der eine, da ist der andere und da unten steht das dritte. Oh, Scheiße. Hallo. Welcher? Da rechts? Das ist die Lara, die lächelt in die Kamera. Hallo. Das große, weite Internet. Gefährlich, gefährlich. Lara versucht es gerade voll mit Pokerface. Ich habe kein Pokerface. Kinder sind den Geist. Mit einem großen Schicksal sie heimzusuchen, machen sie ein Foto von Geist. Entkommen sie dem Geist während einer Jagd. Der Geist heißt Mark Smith. Ich wollte gerade fragen, Hami, hast du getrunken oder warum lallst du so? Berechtigte Frage. Ich habe versucht, so zu reden, dass man nicht hört, dass ich gerade einen Fokobon esse. Ach so. Ich habe hier ein Beweisfoto gemacht, da kann ich das mit dem Foto reklamieren und kann es trotzdem mal essen. Ha. Oh, ich hätte gerade einen kleinen Ausschlag. Ich habe hier einen Bad. Achso, komm. War das jetzt das Wohnzimmer? Also ich stand hier gerade in dem Zwischenraum und hab dann Richtung Keller geguckt und hatte dann den Ausschlag. Ich glaube, ich einen Schuss hatte hinter mir. Also wenn es nicht der Raum selbst ist, dann hier irgendwie. Wo könnte der Keller sein? Da habe ich wieder 3-4. Ich geh mal runter. Oh, ich hätte hier gerade irgendwie gefriert. Temperaturen. Im Keller? Im Keller. Oh, warum der Keller? War doch klar. Ja, hinter mir war ein Schritt. Bist du hier? Kannst du mich hören? Nein, das war nicht der Geist. Habt ihr schon auf Radio?
Yep. Wie alt bist du? Sag etwas. Ich frag mich jedes Mal, ob... Ich habe ihn gehört, aber nicht gesehen. Ja, ich auch. Ich hätte gerne ein Foto gemacht. Oh, wir haben ein Buch. Schläfst du hier... Warte, schläfst du hier unten? Ist das deine Matratze? Ich schmeiß ja mal einen Kruzifix hin. Okay. Das ist eins der Ziele. Wie alt bist du? Mrs. Willow, bitte nicht. Das habe ich, glaube ich, schon in einer der ersten Runden da unten gesagt. Wenn ich mal da unten stehe und dieser Schaukelstuhl fängt an zu wackeln, bin ich raus. Demon oder Yoga, Leute? Easy. Ich hab ein Foto! Es ist ein Jurei. Und auch ein 3-Sterne-Foto. Hehehehe, ich bin Master Paparazzi. So, Orb. Ist das jetzt eigentlich Paparazzi? Bitte? Vielleicht sowas wie Paparazzini oder so. Paparazzini? Bleiben wir doch einfach neutral bei Paparazz. Hami, ich muss meckern. Was? Warum? Du hast keine Kopfkamera auf. Jetzt brauche ich auch keine mehr anziehen. Das ist richtig. Ja. Ich würde sagen, wir können losfahren. Also, ich möchte nicht mit einem Kruzifix vor dem umherwedeln. Eingeloggt? Mhm. Ja, aber dann mit dem Schaukelstuhl ohne Scheiß. Ich glaube, das wäre richtig übel. Ich würde mir einfach so in die Hose machen. Das Foto von dem zu reklamierenden Schokobon ist übrigens, glaube ich, im Kochen. Ja. Ich habe das eben nur irgendwo reingegeben. Boah, das ist ja frech. Ja, es ist beim Kochen. Ich habe es auch schon gesehen. Es sieht ein bisschen aus, als würde ihm eine halbe Gehirnzelle fehlen. Ja, ne? Frech.